Und damit willkommen zurück zu Factorio Hyskyrian in der 8. Folge. Zusammen natürlich mit dem auch zusätzlich Namensgeber Illyria. Hallo und herzlich willkommen zurück. Und zu einer Korrigierung, wie Hyski das schon beim letzten Mal gemacht hat. Es heißt nicht Hyskyrian, sondern einfach nur Hyskyria. Genau. Komm noch kurz zurück. Ich will mal kurz was zeigen. Jetzt achtet mal bitte auf den Rücken von Illyria, ne? Man sieht den ja nicht wirklich. Aber guck mal, wo die Waffe ist. Und jetzt guck mal, wo die bei mir ist. Eigentlich müsste die jetzt oben links sein, ne? Aber die ist unten links. Hä? Jo! Warum ist das so, hä? Grafisch total falsch dargestellt. Ja, genau. Das ist mir schon des Öfteren aufgefallen. Ich meine mal gelesen zu haben, dass irgendwie ein Update rauskam, was eigentlich solche grafischen Probleme beheben sollte, aber irgendwie... Nee, es war mit dem Schatten irgendwas. Hiski, ich habe so einen kleinen Verdacht. Ich glaube, unsere Factorio-Version selbst ist nicht die aktuellste. Ja, doch ist sie. Ich glaube, meine nicht. Doch, ja, sonst würdest du gar nicht auf mich raufkommen. Ach nee, warte mal, das ist ja die Steam-Version. Schon gut, hab nichts. Sonst würdest du gar nicht auf den Server hier kommen. Wenn es nicht der aktuellste wäre. Eben. Kupfer ist so ein bisschen, ne? Ein bisschen mau. Ja, ich muss Kupfer ausbauen, weil ihr könnt sehen, die Kupferkiste ist leer, weil ich habe hier oben die Kabelproduktion aufgesetzt. Die natürlich gut vollgelaufen ist, die Hiski gerade leer gemacht hat. Ja, ich brauche, ne? Ja. Hiski hat nur ein bisschen Hunger auf Kabel. Das muss man auch verstehen. Er ist doch auch nur eine KI und braucht Liebe. Yep. Ich weiß trotzdem nicht, warum ich zwei. Ne, komm kurz runter. Oder ich komme auch zu dir. Die Schmelzöfen hier, ne, sind 11 Stück. Ja, und? So, jetzt reiß mal irgendwelche. Hast du Schmelzöfen in deinem Inventar? Warte. Nein, habe ich nicht. Gut, dann reiß mal, die ganz rechts, ne? Die zwei. Ja. Reiß die mal ab. Und sag mir mal, ob die in dein Inventar sich stacken. Müssten. Ja, hey, tun sie. Ja, oh Gott. Ja, ich bin irritiert, weil ich bin einen größeren Mod gewöhnt, der Gegenstände mehr stackt. Deswegen war ich gerade irritiert. Du hast mich irritiert, dass du jetzt die ganzen Öfen in die Tasche geschmissen hast. Ich brauch sie halt eben nicht. Du brauchst sie vielleicht. Hiski, was hast du hier gemacht? Das ist ja Mischmasch. Hä? Keine, das hier, wird noch. Es wird noch alles sortiert. Hier, guck mal. Hier hast du grün und braun auf einer Lane. Ja. Was soll ich machen? Es wird noch alles sortiert. Keine Sorge. apropos sortieren. Habt ihr ja nichts zum Sortieren? Wo sind denn die? Außer du kannst doch die Compact-Loader filtern. Da kannst du zwei Compact-Loader machen, die eine Seite lädt. Aber ich kann es auch später filtern, das ist jetzt, ne? Boah, ja gut, okay, du hast ja die Teilerfließbänder, damit kannst du ja auch aussortieren. Richtig. Also ja, Strömium ist entspannt. Marie, kommst du erstmal du hin. So, du filter, Algen. Und zwar die Grünalgen. Die Grünalgen... Oh, ich habe gar keine von denen. Ich versuche es mal ein bisschen anders zu bauen, dass es ein bisschen effizienter läuft und das ärztlich verdeckt wird. Das heißt. Es ist ein Versuch wert. Ja, Tipps Crushing. Wo sind die? Nee, du bist Englisch. Lass mich in Ruhe. Wo sind die? Da sind sie. Die Basic Compact Loader. Und zwar da rein und da rein. Und so sollte es reichen, ne? 32 Platz, ja, ist absolut ausreichend. Die schlucken jetzt ordentlich, sehr schön. Oh, ich anfange so mal ein bisschen Papier herzukriegen. Oh Gott, dafür brauchen wir zwei Zellstoff. Und zwei Zellstoff kriegen wir aus Alginsäure und Zellulosefasern. Zellulosefasern kriegen wir aus... Ist irrelevant, brauchen wir nicht aus Holz. Aus Grünalgen und Alginsäure kriegen wir aus Braunalgen. Ah, oh, ist wunderschön.
Nicht. Nicht, nicht, einfach nur nicht. Das heißt, theoretisch. Grüne Eigen sind oben. Was wäre so? Dann wäre das, würde das beide gemischt werden. Und das würde dann schlussendlich zu Papier werden. Wow. Also nur in der Theorie. Nicht nur in der Theorie ist es wirklich so, dass es genauso passiert. Aber die Herstellung jeweils. Ah, das ist schon. Ein Alginsäure pro. Nee, es braucht eins pro Sekunde. Und stellt alle 5 Sekunden eins her. Und das hier stellt mehr als eins pro Sekunde her. Ja, Gott. Also bräuchte ich theoretisch 5 von denen. 2, 3, 4, 5. Damit das irgendwer mit dem ausgleicht. Aber hier bräuchte ich. Ne? Mathematik! Mathematik! Das wird so. Ich werde nur den Vergleich ziehen, wie viel ich was brauche und so. Grünes Irrlicht. Hi. Ja, das sind nur. Das sind die Freunde der Nachtmenschen. Die sind neugierig, ne? Genau. Sie tun aber nichts, sie sind absolut harmlos. Das hier, die Produktion wird eh noch irgendwann erhöht, weil ich will erstmal sagen. 1, 2, 3, 4, 5, ne? Das wäre dann 1 pro Sekunde. Ich brauche hier allerdings 5 für 4 Sekunden. Das heißt, ich muss mal einen Rechner öffnen. Läuft das Spiel schon weiter vom Sound her? Bin ich aus dem. Ja, gut. Ich jetzt 4 durch 5 mache, ne? Das sind. Nee. Ich muss andere genau das rumrechnen, ne? Ich brauche 5 in 4 Sekunden. Genau. 5 durch 4. Ich brauche 1,25 pro Sekunde. Das heißt, ich brauche mehr von denen. Für ein einziges von denen hier. Das heißt, ich brauche 6. Wenn ich jetzt. Ich stelle jetzt 12. Ne, ich brauche so. Knapp 6. Ich brauche 7. Dann stelle ich mehr her, als ich brauche. Gut, das ist in Ordnung. Hier von 20 Zellulosefasern in 4. Das heißt, ich brauche 5 pro Sekunde. Hier stelle ich 5 durch 3. 1,6. Ich brauche bei 5. Also 5 durch 1,6. Das heißt, ich brauche 3. 3 von denen. 1, 2, 3. Und das alles nur für den, der dann 20 Zellstoff in 4 Sekunden herstellt. Also 5 pro Sekunde. Und ich brauche. Ich brauche 0,5 pro Sekunde. Ich kann also 10 Papier davon herstellen. 10. Okay. Machen wir die noch ein. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Interessant. Was denn? Auch die Kupferproduktion läuft jetzt bedeutend besser. Es laufen alle 4 Schmelzen. Das ist gut. Alle 4 Schmelzen bei 100%. Super. So. Ich finde sogar mein Cluster hier sogar ein bisschen besser, ein bisschen zwar materialhungriger, aber besser. Jetzt mache ich oben noch eine Produktionsanlage hin für die Herstellung von mechanischen Teilen. Schneller Kurven bauen. Drücke R, wenn du. Oh ja gut, dankeschön. Ja, wenn ich jetzt gucke. Zack. Ich kann jetzt hier nicht nach unten ziehen, aber wenn ich jetzt. Oh, das ist eine schöne. Das ist schön neu. Könnte das ja hier dran anschließen. 6, 7, genau. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Alles weg hier mit.
Genau, unten die Alginsäure. Zack. Ah, ich wundere mich gerade, warum es so. Es wird gerade hell, deswegen ist es gerade so dunkel geworden. Es ist dunkel, weil es hell wird. Ja. Eine unbestechliche Logik, ne? Da kann ich ja nichts dafür. Wie viel? Drei brauchte ich genau. Drei. Zack. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Zack. Die rein, die rein. Und dann. Stimmt, ich könnte mal ein paar mehr von denen bauen. Moment. Basing Compact. Alles klar, ein Zahnrad. Irgendwie macht das keinen Sinn. Aus einer Eisenstange zwei Zahnräder. Das Rezept ist eigentlich ziemlich unsinnig. Aus einer Eisenplatte, dass man aus einer Eisenplatte eine Zahnrad rausstanzen kann. Das hingegen schon, aber aus einer Eisenstange ein Zahnrad? Nee. Ich darf einfach nicht hinterfragen, einfach akzeptieren. Einfach akzeptieren. Es gibt später noch viel unlogische Rezepte, aber ne, einfach. Das sollte mir Bob und Angel trotzdem mal erklären. Was habt ihr euch dabei gedacht? Was ist das? Problem ist, die haben gar nichts dabei gedacht. Wie wär's damit? Ja. Es ist kein Simulator, es ist ein Spiel. Der Unterschied zwischen einem Simulator und einem Spiel ist, ein Simulator versucht, die Realität nachzuempfinden, nachzumachen, nachzuahmen. Das tut aber ein Spiel nicht. Jo. Sollte der absolut ausreichen, ja. Ich habe vielleicht einen kleinen Fehler gemacht, aber nee. Ich habe eine schon. Bessere Idee. Kann I have sagen, a better idea. Obwohl. Und nö. Ablegen. Dann ein kleiner Tunnel. Zack. Wird direkt dahin. Da kann der auch. Zack. Ich würde sagen, so viele mechanische Komponenten brauchen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt. Sag das nicht. Nein? Sag das. Mechanische nicht. Teile? Davon können wir jede Menge gebrauchen. Gut, dann strukturiere ich nochmal um. Kiste. Und dann. Rein und rein. Zack. Oh, jetzt müsste ich nur noch Strom anschließen. Dann sollte das alles funktionieren. Auch nicht ganz richtig. Weil ich will auch Zahnkränze puffern. Ein bisschen puffern. Was, du willst in Puff gehen? Bin ich du? Nö. Geh nicht in Puff. Ich war noch nie in einem. Außer in Spielen. Ich auch noch nicht. Noch nicht mal in Spielen. Außer vielleicht bei dem letzten Projekt, was wir gemacht haben. Mit Matt. Er war mein einziger Lieber. Ach so. Saints Row. Genau. Er war mein einziger Liebhaber. So, die Papierproduktion ist gestartet. Wenn ich mir jetzt nicht absolut irgendwie verkalkuliert habe. Was so. Sehr gerne passiert bei mir. Und nee, das sieht. Wenn du das. Sieht gut aus. Ja, das sieht sehr gut aus. Wenn du runterkommst, siehst du es. Ja, Moment. Und das ist ein kleiner Maßstab. Das ist nur ein kleiner Maßstab. Ich habe das jetzt nicht mehr mal eingerechnet, wie viel. Wie viel verbrauche ich braune Algen? Ich verbrauche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, okay. Aber hier verbrauche ich 10 grüne Algen in 3 Sekunden. Das sind 3,3. Das sind also wirklich 10 grüne Algen pro Sekunde, die ich hier verbrauche. Und wir stellen hierher 25 grüne Algen in 30 Sekunden. Ne? 25 durch 30. Also 0,8 pro Sekunde. Ich brauche aber 10. Also das heißt, ich brauche 10 Algenfarmen, um 3 Montagemaschinen für Zellulosefasern zu haben. 5 braune Algen. 5 durch 30. Ne? Das sind dann nochmal 0,16 pro Sekunde. Und ich brauche 7 pro Sekunde. Ne? Wenn ich jetzt 7 geteilt durch 1 komme. 0,1. Ich sagte 0,1. 1, 6, 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
Ich brauche eigentlich 42 Eigenfarmen. Nur um die... Ergehensäure in Betrieb zu halten. 42 für 7 Maschinen. Ach Gott. Alter. Ja, und das Spiel skaliert mit der Zeit halt eben dezent. Aber es geht später auf Produktion. Einfach nur krank. Es geht auch später, wenn man jetzt mal... Nein, mal kurz öffnen. Wenn wir jetzt mal nach Algen suchen. Die braune Algen. Herstellung. Dann gibt es erstmal das, was wir jetzt, glaube ich, benutzen. Nee, das ist was anderes. Das wird rein Braunalgen, ne? Das ist das, was wir gerade benutzen. Oh, davon ist nur... Dafür bräuchten wir 100 Salzwasser. Ja, wie kriegen wir Salzwasser her? Noch gar nicht. Überhaupt nicht. Noch gar nicht. Das ist ja, ne? Ja, es gibt später ein Rezept, ne? Aber kann man auch irgendwie nur Grünalgen herstellen? Die Verwendung. Herstellung. Mineralisiertes Wasser und Kohlenstoffdioxid. Ja, das ist in Ordnung. Eins. Ist also alles noch später. Das heißt, wenn wir zu viele Grünalgen hier drin haben, müssten wir sie theoretisch vernichten. Aber nur wenn. Oh Gott, ja gut, das dauert jetzt ein bisschen, bis die... ich reiß das hier einfach mal ab. Gott, das ewig ist abzureißen. Aber die Braunalgen gehen eh sofort nach unten. Die müssen hier dazwischen gelagert werden. Hab ich noch irgendwie eine andere Kiste? Natürlich nicht. Aber ich könnte mal das einfüllen. Das einfüllen und hier grün. Hey, ich habe noch eine Eigenfarm hergestellt. Dauern nicht ewig herzustellen. Ach ja, und den gewieften Zuschauer sollte aufgefallen sein. Erstens, ich habe sehr viel Holz. Okay, jetzt nicht mehr so viel. Und zweitens, ich habe ein Level Up. Der Lyria hat in der Zeit auch ein Level Up bekommen. Ah, oh, danke für den Hinweis. Aber nee, Level 4 war ich die ganze Zeit schon. Ja, den meine ich ja vorhin, als wir kurz mal außerhalb der Kamera was gemacht haben. Es tut uns leid. Bisschen Holz gehauen. Nur ein bisschen Holz gehauen. Böses Holz, böses Holz, böses Holz, böses Holz. Richtig. Ich hoffe, ich habe jetzt wirklich nicht verzählt. Also, es dürfte sich theoretisch jetzt nicht weiter als hier ansammeln. Ja, okay, das wird eh mit der Zeit weggehen, weil, ne, es wären braune Algen. So, Hiski, kommst du mal meine Anlage anzugucken hier oben? Jupp. Oh, warte, noch nicht, ich habe einen Symmetriefehler. Psst. Oh mein Gott, wie schlimm. Nein, Symmetriefehler. Ah. Wir werden sterben. Ah. Ja, werden wir. Ja, das denke ich so. Mit dem befeuerten Erzbrecher ist das wesentlich effektiver als das, was vorher war. Tja, ne? So, jetzt kannst du es dir angucken. Was hältst du von der Anlage? Das ist alles nur für mechanische Teile. Das ist schon krass, ne? Nur für mechanische Teile. Und zwar hier siehst du auch, hier sind Pufferkisten für Zahnräder, weil wir Zahnräder ja auch brauchen. Und hier Pufferkisten nur für Zahnräder. Ah. Da Zahnräder mehr produziert werden als mechanische Teile, weil die Produktion von mechanischen Teilen sehr langsam ist, wird natürlich, wie du sehen kannst, zweimal knickt, also der hier knickt zweimal rein für Zahnräder, der aber nur einmal rein für mechanische Teile. Also auf diese Art und Weise haben wir jetzt auch schon mal nicht nur Kabel in der Automatisierung, sondern auch mechanische Teile und Zahnräder. Das heißt, wenn wir Montagemaschinen herstellen wollen oder hast du nicht gesehen, was diese Materialien bedürfen, einfach aus den Kisten bedienen. Ich sage, ich halte noch meine Klappe. Wieso? Was willst du dazu sagen? Nein, das ist vollkommen in Ordnung. Ich meine nur Sachen für die Forschung, die sehr lustig wird. Man kann ja auch später hier oben von der Kiste abzwacken und für die Automatisierung der Wissenschaftspakete verwenden. Das ist ja auch nicht das Problem. Na, nee, darum geht's nicht. Darum geht's nicht. Nein, das ist dann eher alles für die Forschung. Deine Anlage läuft schon wieder nicht, Schmechiski.
Da baut sie mit der Zeit doch rum. Ne? Aber jetzt kannst du hier unten mal die Papierproduktion angucken. Die ja, bei weitem noch nicht ausreichend ist. Weil wir einfach Eigenfarm fehlen. Und hier wird hergestellt Zellulosefaser. Okay, und das hier sind Alginsäure. Braucht Säure nicht normalerweise eine Flüssigkeit? Nein. Okay. Hier wird Papier hergestellt. Wofür brauchen wir jetzt Papier? Rote Schaltkreise, rote Platinen vielleicht? Oh Gott, nein. Das Problem, wir müssen jetzt langsam mal anfangen, Bobmonium und Rubiderz abzubauen. Ja. Weil wir brauchen Lötzinn. Also nicht Blödsinn, sondern Lötzinn, ne? Genau. Aber wir brauchen kein Blödsinn, Folge. Wir brauchen Lötzinn. Wollte ich gerade sagen, mein Lieber. Wir müssen nämlich Feierabend machen. Ich weiß. Gut, dann vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst noch ein Like da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge dann hoffentlich doch wieder. Bis dahin, Shirio. Und, ne, nicht vergessen, schaut bei dem Illyria vorbei oder schaut bei mir vorbei. Wir beide sind natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Bis dann, Shirio. Auch ich verabschiede mich in dieser Folge von euch. Wir hoffen ebenfalls, ihr hattet euren Spaß genauso wie wir. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, Leute.